Essen am späten Montagnachmittag. An der Hafenstraße wird konzentriert trainiert. Nach dem verlorenen Derby gegen den Stadtrivalen FC Krai hat sich Rot-Weiß-Essen-Trainer Marc Fascher eine 48-stündige Bedenkzeit genommen. Wir waren vor Ort und fragten, was diese ergeben hat. Also, da ich nicht David Copperfield bin, muss ich sagen, Zauberdinge kann man da jetzt nicht erwarten. Vielleicht greife ich auch schon eine Frage vor, die Sie mir vielleicht gleich noch stellen werden. Da ist man natürlich erstmal als Trainer, als Psychologe gefordert, dass man mit den Jungs letztendlich vier Augengespräche führt, vielleicht auch das ein oder andere Gruppengespräch dazu führt. Dann ist es ganz wichtig, dass du im Training versuchst, gerade auch Schwerpunkte zu setzen, wo in erster Linie die Defensive auch gefordert wird. Weil diese Fehler, die wir letztendlich gemacht haben, sind individuell und das ist bekannterweise so gut wie gar nicht zu trainieren. Das liegt dann oftmals an der Tagesform eines Spielers, deswegen ist das sehr schwer. Und es gibt auch kein Patentrezept, dass wir jetzt mal eben kurz auf den Trainingsplatz kommen und sagen, so jetzt drehen wir alles zum Besten oder zum Guten, Positiven. Das ist nicht so leicht, deswegen Wiederholung nochmal. Einzelgespräche, Gruppengespräche und dementsprechend Trainingsformen, die gewisse Inhalte beinhalten bezüglich Defensive. Ob es personelle Veränderungen geben wird, lässt der Trainer noch offen. Da gucke ich natürlich jetzt nochmal ganz speziell hin. Das gilt das letztendlich jetzt zu filtern. Wer mit der Situation? Wir wissen ganz genau, dass wir letzten Freitag Bockmist gebaut haben, dass es eine Antwort von unsererseits geben muss, natürlich eine positive. Und dementsprechend gucke ich jetzt natürlich auch noch genauer hin, zu schauen, welcher Spieler kann mit der jetzigen Situation am besten umgehen. Und dann gilt es, das letztendlich zu filtern. Und von daher tue ich mich schwer, heute schon nach zwei Einheiten am ersten Trainingstag der Woche vorzugreifen. Aber wir sehen uns ja wahrscheinlich Mittwoch noch bei der PK und vielleicht kann ich Ihnen da schon mehr Hinweise geben. Reviersport. Ehrlich, echt.